Boah, den haben wir noch getroffen. So, ich brauche schnell einen Painkiller. Alles klar, Max. Ist hier noch einer? Da ist noch einer. Ehrlich, der steht dahinter. Hallo. Du, bitte. Max? Max, you're alive? Of course I'm alive. We did not know this. We are lost, Max. Our brother was everything to us. I understand. Listen, I'm sorry about your loss. Both of you. Rodrigo was a good man. I failed him. But I was tricked. What happened, Max? I don't know. Some guys from the Crush of Prado came into the building downstairs, so while me and the security guard were dealing with them, an assassin must have come in and executed your brother. At least that's how I think it happened. No, you killed him, Poha. You killed my brother. What are you talking about? I understand you're upset, but please, why the hell would I do that? To get his money, to take his money. How am I getting his money, Marcelo? Please, think. I worked my ass off for your family. I saved your life twice or more. Right now, I'm going to get Fabiana. Where is she? Where is Fabiana, eh? She's in a place called Nova Esperanza. How do you know this, Max? One of the Crotch of Prado told me just before he died. Please, bring our sister-in-law back to us, Max. Our family is being torn apart. So I guess I was finally about to go and experience the other side of Sao Paulo firsthand. The bit people try to ignore. The unpleasant memory they try to obliterate with cocktails and helicopters and parties and lines of blow, like rich fools the world over. I was a day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover sent direct from Mother Nature. É claro, cansa, whisky, neon, pouca luz, ela dança. Aí, tô eu e meus demônios como sempre. Você sempre, cigarro, uma da frente, sem fé, tudo que fala a mente. Fundo do poço, osso, dono da docente. Amor, busquei tipo samba. I had no idea where the hell I was gonna go, so I decided to head straight for the street party that seemed to be raging. Either that or some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. I've had better ideas, but then I've also had worse ones, like accepting this job in the first place. E aí, gringo? Get lost, kid. Eu me amarro nos States. Você precisa de ajuda, senhor? Speak English? Aham, falo sim, sem problema. Need to know if you ever seen this girl, Fabiana. Come here for a second, look at her. I know lots of girls, sexy. Come on, come on. This way. Where are you going? Wait a minute. Down there? É isso. Jesus. This way, come on. At least I had found myself a tour guide. Jo, Freunde, weiter geht's im nächsten Kapitel. The way I see it, there's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future and those who spend their lives trying to rebuild the past. For too long, I've been stuck in between. Hidden in the dark. What was I really doing walking in there with my bad haircut and ridiculous shirt? Was I there to make something right? Or was I just using a messed up situation to indulge myself, grasping at some desperate delusion of control? Maybe the two went hand in hand more than I cared to admit. Ja, Freunde, wir sehen, wir sind viel tiefer verstrickt, als wir dachten. Die Leute wollen auch uns umbringen. Ô papai, eu vim devolver o seu sorriso favela. Leve e solta pra cantar. Come on, nunca esquecer
stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Barracos e morros sem socorro num lugar, sem esperança, nada, sem luz que possa inspirar. Continua andando, caralho! Que porra é essa que você tá fazendo aqui? Como que você sai entrando aqui assim? Anda, anda, vai pra lá! What do you need, guys? What do you need? O que você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando! Eu te chamei aqui, porra! Easy, pal, easy! Ah, então, você é americano de merda. Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro. Desculpa, amigo, por favor. Passa tudo que você tem, viado. Pega o dinheiro dele, pega o dinheiro dele. Ah, relojão, hein? Passa aqui. Anda logo. Anda logo. Da puta. Valeu, mano. Bem-vindo à favela Nova Esperança. Agora não, fora daqui. All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass-kickers who protected the rich by shooting kids like them. Ja, Freunde, wir sehen, wir sind in Sao Paulo. Und zwar im Ganggebiet, in den Favelas. Und das Ganze sieht nicht so gut für uns aus. Wir wurden gerade ausgenommen, ausgeraubt. Wir haben also keine Waffe mehr, keine Uhr mehr, kein Nichts mehr. Die Jungs da sind nicht zimperlich. Die machen alles für Geld oder fast alles auf jeden Fall. If there was one thing I'd learned since I've been here, it was that Brazilians came out of the womb kicking a ball. And for kids like these, was their one legal chance at a ticket out of here. Isso é a coisa mais simples. Vai lá, mostra pra ele. Você escolhe um dos três. Desculpa, olá. Fala inglês. I'm a little lost. Perdido? Onde és tu? Tá no lugar errado, rapá. No comprende. I need a phone, a telephone. Bora. Publico. A gente não é centro de informação turística, não. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was gonna find my way out of this mess, I was on my own. It looked like there was a bar up ahead. The irony was not lost on me. I figured sobriety was no use to me dead. Da ist doch bestimmt was drin. Okay, ist nix. Ja, man sieht, ne, wir sind ein bisschen aufgeschmissen, weil hier sind uns die Leute nicht gut gesonnen. Wir werden hier nicht gern gesehen. Und ich meine, wir sehen jetzt auch nicht gerade aus wie einer von denen, ne? Pô, sai de cima de mim, meu! Oh. Maluco! I hoped this classy-looking establishment would have a phone so I could call Passos. Either that or a gun so I could shoot myself and save these kids the bother. Hey, the telephone? Telefone. Vai, lá no fundo. Segue em frente. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum, having just had every last cent robbed from you, and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hey, Matt, can I buy you a beer?
Do I know you? I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, make it quick, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Wait, you won't. I'm trying to dry out a bit, so just a soda, please. Sure. Why don't you go sit down? Guaraná pra ele, um choque pra mim. Bem gelado. Interesting haircut, by the way. Meant to tell you that. Yeah, well. Wilson da Silva. Very good to meet you. Nice to meet you, I think. Although you'll forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. You did a great job watching after Rodrigo Bronco. Fuck you. You were set up. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Serrano. Yep. He's a real sweetheart. Yeah, he sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. And this is his little buddy here. Milo Hegel. They work for this vigilante group, Crasha Preto. Yep, I know him. Well, they're very popular with right-wing politicians, like Victor Bronco. Now, you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land Rodrigo Bronco wanted to develop. Rodrigo Bronco? Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Passos. That's right. We had to shoot our way out of there. They let you go. It's okay. It's a little weird right now. But I know that Victor Bronco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the UFE are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's gonna happen? The moment is gonna come along when I put all these pieces together, and at that moment, someone is gonna come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. I think you might want this. Thank you. I'll need it. And if it's Fabiana Bronco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. If I'm a cop, I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You helped me. And I'm gonna do what I can to help you. Good luck. I didn't know what to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. E aí, gringo? O que você tá fazendo aí? No comprende. Leave me alone. Você tem alguma coisa pra mim? Do you got something for me? For you? Tell you what I got. I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Alter Schwede, jetzt geht das auch schon wieder hier los. Wir werden verfolgt. Wir haben gesehen, wie korrupt das Ganze ist. Hier ist noch einer. So, erstmal nehmen wir hier die Waffen mit. So, was hatte er hier für eine Waffe? Gar keine?
piece at a time. Wir kriegen das immer wieder hin, dass irgendwelche Leute auf uns schießen wollen. Oder uns töten wollen, besser gesagt. Immer und immer wieder. Das war unser letzter Schuss. Aber wir haben noch getroffen. Sehr schön. So, hier in Arkan nehmen wir natürlich mit. Und hier ist eine Frau. Die erschossen wurde, aber ich glaube nicht von uns. Ah, sehr gut. Okay, da ist gar keiner. Ach, Scheiße. Immer wieder haben wir Ärger mit irgendwelchen Leuten. No shooting! Por favor, amigo! No, no! Relax, soldier. You're American? Oh, jeez, buddy. Am I glad to see you? Oh, fuck me. I've been coming to this shithole town for the last 5 years. It's like a fucking insane asylum. But it's got the cheapest pussy in the world. Fuck me. I mean, you're in a cat house in the slum, pal, doing who knows what. I'm a businessman, bro. And they were fully legal in this country. I think. And I know how to tip, all right? It ain't my fault, man. It ain't my fault. Don't judge me, all right? Have a nice day. Jesus, what a fucking creep. Ja, Freunde, wir sind wieder ganz, ganz tief drinne. Das ganze Spiel geht weiter. Ich glaube, ich nehme aber hier die Uzi mal mit. Hier haben wir ja alles schon. It was Monday afternoon, and I'd already been thrown out of a party, gone to a strip club, and got into a bar fight. This latest midlife crisis was certainly ticking all the boxes. Es ist unglaublich, wie wir immer wieder in Schwierigkeiten kommen. Und ich meine, guckt euch den Ort an. A gente desce ou não? Foda-se! Isso aí já era, não vale a pena não. Tá certo. Vamos lá. The fireworks display was clearly in my honor, making sure everyone knew to roll out the red carpet for their surprise guest. Ja, das auf jeden Fall. Damit haben sie angekündigt, dass wir da sind. I was walking into another not so welcome party. These hoods didn't look like Commando Sombra. Not that I was gonna get picky. This was clearly their turf. And I just shot up their favorite skin joint. So, irgendwo sind welche, ne? Da ist einer. Aber der sollte mal liegen bleiben. So, wo sind noch welche? Von irgendwo kommen auf jeden Fall welche, deswegen. Die sind auch tot.
Alter, wie verrückt, jetzt können die von oben kommen. Oh, den haben wir noch getroffen. So, ich brauche schnell einen Painkiller. Der Max Payne ist richtig verrückt, ne? Max Payne ist richtig verrückt, das Spiel bockt aber. Oh, da ist ja noch einer. Scheiße. So, da scheint noch oben einer zu sein. Alter, da ist auch noch einer. Kommt da noch welche? Wir können schon wieder einen Painkiller nehmen. Verdammt. Hä? Von wo? Von wo? Von wo? Hä? Ich sehe keinen. Hä? Von wo denn? Oben. Oh, da ist noch einer. Ich weiß nicht, warum ich immer nachlade. Jetzt lade ich nicht nach. Okay, wir können die letzten Painkiller nehmen. Verdammt, Mann. Hätte ich die doch gesehen. Aber alles easy. Solange uns jetzt keiner trifft. So, da war einer und daneben war auch einer, ne? Den haben wir aber nicht getroffen. So, die haben wir aber. Vielleicht ist hier irgendwas drinne. Wir brauchen Painkiller, wir haben nichts mehr, gar nichts. Und anscheinend können die von überall kommen. Ach du Scheiße, das war nur ein Typ, der uns abgelenkt hat. Hä? Was war das denn? Sind wir ausgerutscht oder was war das? Keine Ahnung. Alter, wir haben nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Wir haben keine Painkiller, kein gar nichts. Und irgendeiner schießt auf uns. Und ich weiß nicht von wo. Muss ja irgendwo von hier sein. Da ist einer hinter. So, sind hier noch irgendwo Leute? Da ist einer. Puh, wir haben wieder einen Painkiller gekriegt. Den müssen wir aber auch wieder nehmen, natürlich. Alter, was ist das hier für ein Level? Das ist ja richtig krank. I was getting nowhere fast. The cold turkey was messing with me, like I was looking through another man's eyes. I needed to focus. I could hear a woman screaming. I thought I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier. I was trying to decide whether to crash this party or turn back, when my natural grace and finesse made the decision for me. Alles klar, Max. Ich sag mal, wenigstens haben wir uns gerecht an den Leuten. So, da oben sind auch wieder welche. So, schnell dahinter. Haben wir alle umgelegt? Nein, haben wir nicht, ne? Irgendwo sind auf jeden Fall noch welche. So, ein AK haben wir auch nicht mehr. Wir nehmen mal die Uzi. Sieht man irgendwo welche? Nee. Da hinten. Ach du Scheiße, wir sind hier echt eine Zielscheibe. Okay, das ist nur ein Wasser. Aber oben ist auch wieder einer. Da.
hinter. Also ich kann überhaupt nicht reden. Man muss sich so konzentrieren hier. Das ist unglaublich, wirklich. Ist auch gut schwer, das Spiel, ne? Muss man sagen. Auf der Schwierigkeitsstufe ist das auf jeden Fall nicht einfach, das alles gut hinzubekommen. Ja, sehr geil. Okay, das hätte ich mal nicht nehmen sollen. Das hat uns fast das Leben gekostet. Och, wir können wieder nicht springen. Da ist auch noch einer, ne? Wir haben schon wieder nichts mehr. Wir hatten gerade so schön das Teil gekriegt. Und jetzt haben wir wieder gar nichts. Oh, 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 ich komme hier nicht weg. Meine Fresse, was ist denn hier wieder los? Ich glaube, über uns ist noch einer, ne? Kann das sein? Da ist auch noch einer. So, den haben wir einmal getroffen, der ist aber nicht tot. Ich bleib... Ach du Scheiße, hier sind auch welche. Alter, wie viele Leute sind denn hier wieder? Ich nehme wieder meine AK. Ist, glaube ich, hier besser. Unten sind auch welche. Ich glaube, den habe ich den getroffen? Ich glaube ja, ne? Ich glaube schon. Aber wir haben nichts mehr, ne? Nichts. Alter, wie viele Leute hier waren. Mal gucken, da ist noch einer. Der läuft da lang. Okay, vielleicht kommt er hoch. Lass mal hier Muni nehmen. Er wird hier bestimmt irgendwie kommen. Ist da einer hinter? Da ist er. Aber das scheint auch nicht der letzte gewesen zu sein, ne? Es war nämlich noch nicht die Cam da. Ach du Scheiße, da drüben sind auch noch welche. So, die haben wir auch. Da langsam wird es echt gefährlich, ne? Wir haben nichts mehr. Ich wollte eigentlich hier mal die doppelläufige Schrotflinte ausprobieren. Ach, geil. Das ist eine Einhänderwaffe. So, wir nehmen mal die Uzi. So, irgendwo sind hier noch welche, ne? Irgendwo sind hier noch welche. So, und es sind immer noch irgendwo welche. Frage ist bloß, wo? Ach, da oben ist noch einer. Ja, wir dürfen... Ach, scheiße, wir sterben. Scheiße, Mann, wir sind gestorben. Aber ich meine, bei so vielen Leuten ist das vielleicht kein Wunder, ne? Es ist vielleicht kein Wunder. Wir haben keine Painkiller, wir haben gar nichts. So, da ist noch einer. Da ist noch einer gestorben. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da hinten kommt noch einer. Ist noch jemanden? Ach du Scheiße, hier ist auch noch einer. Digga, wie soll man die denn alle umlegen? So schnell kann man gar nicht reagieren. So, unten sind auch wieder welche. Wir haben kein Leben, ne? Kein Nix. So, den haben wir aber auch noch. Wir haben keinen Painkiller. Sehr schön, hier sind welche. Wir müssen unbedingt einen nehmen. So, sind hier irgendwo welche? Ich glaube, hier kommen welche runter, ne? Eben sind da auf jeden Fall welche runtergekommen. Ach du Scheiße, hier oben sind ja auch welche. Ist da noch einer? Da ist noch einer. Ist da auch noch einer? Nee. Er ist nicht tot. Der ist nicht tot. Jetzt aber. So,
So, wir haben nur noch einen einzigen Painkiller. Und ich habe keine Ahnung, wo einer auf uns schießt. Ist hier irgendwas? Nee. Ja, natürlich. Wenn ich einmal dahinter gehe, natürlich schießen die. So, den holen wir uns aber, den Typen. Keine Lust, jetzt hier wieder zu sterben. So. Ich glaube, der ist auch tot. Alter, ist das schwer geworden. Ist das schwer geworden. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute hier jetzt waren. 10 Stück? 15 Stück? Das scheint ja immer noch nicht vorbei zu sein. Das habe ich mir nämlich gedacht. So, da sind noch welche. Ja, natürlich. Er kommt natürlich genau in dem Moment, wo wir nicht schießen können. Und wir sind wieder fast tot. Och, das ist doch scheiße. Ja, wir können nichts machen, ne? Wir können nichts machen. Wir haben kein Leben, kein gar nichts. Und es kommen weitere Leute. Wahrscheinlich von da oben. So, ich hoffe, das waren alle jetzt mal. They told me the favelas were full of drugs. So, wir nehmen hier mal die doppelläufige abgesägte Schrotflinte. Fabiana's market value is falling by the second. I had to get to Serrano before he dumped his stock. So, einen Painkiller haben wir wenigstens. Weiß nicht, ob ich da um die Ecke gehen soll. Ich habe ein bisschen Angst. These bastards look different, tougher, more capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell I was moving up the food chain. I hoped Fabiana wasn't going to be served up come feeding time. Ach du Scheiße, es geht weiter. So, die zwei Painkiller will ich auf jeden Fall behalten. Aber das wird uns natürlich nicht gelingen. Das weiß ich natürlich jetzt schon. There was no need to announce my arrival in that part of town. I'd drawn more than enough attention already. Okay, ist die Frage, sind das da oben normale Typen? Die hatten keine Waffen, ne? Ich wollte sie jetzt nicht umlegen. Keine Unschuldigen hier irgendwie umlegen. So, der sah aber böse aus. Der auch. Unten scheint noch einer zu sein, ne? Da hat einer geredet. Von hinten hoffe ich keine mehr. Deswegen gehen wir hier mal runter. Ach, hier ist noch ein Stück. Sehr schön. Ich hoffe, hier kommt keiner runter jetzt, wenn ich hier gucke. Doch, da kommt einer. Auf jeden Fall. Ach du Scheiße, nicht hier. So eine Scheißecke. So, einer. Zwei. Drei. Ich kann gut vorstellen, dass da noch welche sind. Mein Gott. Langsam wird das echt schwer. Man muss sich so konzentrieren hier. Giovanna, charity worker and socialite.
Work with the poor and play with the rich. You try to live in two worlds. Eventually, you're gonna get your life ripped apart. Okay. Wer hat er uns gerade so getroffen? Scheiße. Wir müssen schon wieder einen Painkiller nehmen. Ist hier noch einer da? Ist noch einer? Ehrlich, der steht dahinter. I'd have felt worse taking someone's medication if everybody in that place hadn't been trying to kill me. Alter, was haben die das so auf uns abgesehen? Überall sind Leute. Oh, 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 wo? Hä, von wo das denn? Hä, wo war der denn? In der Tür drinne? Okay. Krass, Mann, den hat man ja gar nicht gesehen. So geht's natürlich auch. Warte, ich habe keine Ahnung, von wo hier die Leute kommen. Auf jeden Fall hier drinne, oder? Da. Nee, doch nicht. Ist nur ein Vorhang. Alter, was ist hier los? Wir müssen schon wieder einen Painkiller nehmen. Krank, krank, Alter, krank. Das Spiel ist richtig, richtig schwer, ne? Auf der Schwierigkeitsstufe. Und man muss genau zielen. Weil tut man das nicht, so wie jetzt, dann lässt man denen noch die Chance zu schießen. Alter, was ist denn hier schon wieder los? Ah, den haben wir auch. Sehr schön. Wir müssen schon wieder einen Painkiller verschwenden. Wir haben wieder keine mehr. So, da kommen jetzt wieder 100 Leute anscheinend. Oh, 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 die haben wir aber gut getroffen. Aber das bringt alles nichts, wenn irgendwo welche schießen und ich nicht weiß von wo. Alter, wir sehen, die haben auch kugelsichere Westen jetzt. Oh Mann, keine Painkiller, kein nichts. Sehr gut, einen haben wir. Den. Und dahinter war noch einer, ne? So, den haben wir auch. Ach, da sind noch welche. Scheiße. Meine Fresse, Alter. Das ist so schwer, ne? Das ist so, so schwer. Das Level ist echt das heftigste bis jetzt. Mit Abstand. Assos had told me about this stuff. Oxidado. They called it rust. Packed full of healthy ingredients like quicklime and kerosene. Cheaper, stronger and deadlier than crack. Easily marketed to the poor and desperate. All in all, a fine, honorable way to earn a living. Okay. Hier geht's nicht lang. Gehen wir nochmal rein. I'd seen enough.
If these drugs didn't have a doctor's name on them, I wasn't interested. I couldn't find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. Sehr gut, Max. So, es kommen auf jeden Fall hier Leute runter. Da ist einer. Aber das ist nur ein Burger. Aber wenn wir den umlegen, vielleicht verrät er uns dann nicht. Tut mir zwar leid, aber kann passieren, ne? Kann passieren in dieser Stadt, dass man den Falschen erschießt. That much security, it had to be Serrano's pad. Since I was in the neighborhood, I figured he wouldn't mind if I dropped in and thanked him personally for his hospitality. It wasn't like he wasn't expecting me. Ach du Scheiße. Der trifft uns auch wieder. An dem Fenster sind welche. Molotow-Cocktails fliegen hier durch die Gegend. Da ist einer, da ist einer. Übel, was ist hier los? Wieder alles verloren, ne? Alle Molotow. Sehr geil. Krass, man, wieder verloren, ey. Wir können nichts machen hier. Wir treffen auch nicht. Oben sind noch welche, da sind noch welche. Alter Schwede. Nimm doch mal die scheiß AK. So, Molotow-Cocktails fliegen hier auch gleich wieder. So, da ist auch einer. So, und hinter uns scheint auch irgendeiner gewesen zu sein. Nee. Alter, jetzt sind wir hier schon wieder gestorben, ey. Unglaublich. Das ist, wie gesagt, gut schwer, ne? Gut schwer, von überall kommen welche. Wir stehen genau hinter so einer Ecke. Und alle werfen mit Molotow-Cocktails. Man steht auch genau so, dass die Leute dich treffen können. Och, scheiße. So, ich meine, guck mal, wie soll man das denn schaffen? Man weiß nicht mal, von wo die schießen. Kann das gar nicht schaffen, ey. Das ist viel zu krass, weil man einfach gar nicht weiß, von wo die Leute kommen. Und es kommen immer neue Leute. Deswegen, wie soll man das schaffen, ehrlich? Wie soll man das schaffen? Wir haben keine Painkiller, kein nix. Aus jeder Ecke kommen irgendwelche Leute raus. Wir haben nichts mehr, ne? Nichts mehr. Ein Treffer, tot.
brauchen den Painkiller. Ist das krank, das Level? Ist das krank? Diesmal können von überall Leute kommen, ne? Von oben, von unten, aus den Türen raus. Krank einfach nur. Krank und schwer. Krank und richtig, richtig schwer. I had to hope the king was in his castle. As I approached the spot, I could hear raised voices. Then I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money along with Fabiano's sister, Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now. I would just have to act harder than I felt. Put the guns down! Let the girls go. No one needs to die, asshole. Romano cu, seu gringo de merda. Vou matar você. Don't you kill her! Don't you! Okay. Don't do that! Caralho! Atividade! É a porra da Uber! Você fica com o gringo! A gente vira muito tempo depois. Vou nessa, caralho! Atividade! Atividade, caralho! Here I was again, with all hell breaking loose around me, standing over another dead